Nächster Vortrag ist Smart ITSM Monitoring weitergedacht mit Benjamin Heißig. Viel Vergnügen. Ja, danke schön erstmal. Ich freue mich, dass es so voll hier ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei Pacemaker bestimmt auch sehr interessant ist. Jetzt seid ihr alle hier und ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin ein Sterne-Speaker, also ich bin das erste Mal auf der OSMC und dann direkt auch noch als Vortragender hier und da freue ich mich sehr drüber. Ja, heute geht es um das Thema Smart ITSM. Das werden wahrscheinlich die wenigsten gehört haben, weil es noch ein recht junges Thema ist. Ich habe das mal untertitelt mit Monitoring weitergedacht, über das Zusammenstecken und daran Freude haben. Ja, erstmal vielleicht zu meiner Person. Ich bin Benjamin Heißig, ich arbeite für die Synetics GmbH aus Düsseldorf. Wir treiben hauptsächlich die Entwicklung von dem Open Source, von der Open Source CMDB iDoIt voran. Vielleicht sagt das ja jemand was, iDoIt, CMDB, IT-Dokumentation. Ja, ich bin dort als Entwickler beschäftigt, mache aber auch viele andere Dinge, außer jetzt an iDoIt rumzuschrauben, zum Beispiel was mich besonders beschäftigt, ist halt die Schnittstellenintegration von iDoIt und von anderen Tools, damit halt unser Tool so als Datenrampe dient, dass man halt Daten reintun kann, aber auch wieder rauspacken kann, dass man irgendwie, wenn man ein Helpdesk-System hat, dass man Tickets auch innerhalb von iDoIt sieht oder halt in diesem Ticketsystem gucken kann, was für CIs, Objekte man mit Tickets verknüpfen kann. Das ist so eine Sache, die ich mache. Ich mache auch Sachen im Bereich IT-Sicherheit, zum Beispiel IT-Grundschutz ist für mich ein großes Thema, aber darum geht es heute auch nicht. Es geht um Smart ITSM und das ist halt eine Initiative, die Synetics GmbH halt, die aus unserem Umfeld halt geboren ist, aber recht unabhängig zu sehen ist. Also das heißt jetzt nicht, wir sind die treibende Kraft dahinter, sondern wir wollen halt mehr so den Community-Gedanken weitertreiben, was halt auch mit Open Source stark verbunden ist. Ja, das beschäftigt mich vor allem, ich bin da momentan die treibende Kraft hinter Smart ITSM und ja, muss auch jetzt zu eingestehen, ich kann jetzt, wie im vorigen Vortrag vielleicht schon herauskam, jetzt nicht viel über Best Practices erzählen, weil ich halt noch, ich bin kein alter IT-Hase, ich kann habe jetzt nicht die Berufserfahrung vorzuweisen, dass ich jetzt komplexe Monitoring-Systeme halt hier vorstellen kann. Darum geht es auch gar nicht. Wir wollen eher eine Ebene höher gehen und uns um IT-Service-Management Sachen anschauen und ein bisschen weg von Monitoring weggehen. Das ist, auch wenn wir hier auf der OSMC sind, wollen wir dann halt ein bisschen abstrakter werden. Ja, und bleibt eigentlich ja, also noch zu sagen, dass mich in meinem Studium, was noch nicht ganz so lange her ist, zwei Begriffe sehr getrieben haben, die mir mein damaliger Professor für Unternehmensmodellierung mitgegeben hat. Das ist einmal der Begriff Integration und der andere ist Wiederverwendung. Also irgendwie kurz gesagt, wir haben ein Tool, das irgendwie Daten sammelt und wir möchten das nahtlos in eine bestehende IT-Infrastruktur eingliedern, möglichst nahtlos, also integrieren und möchten diese Daten, die dort verwaltet werden, gesammelt werden, auch an anderen Stellen wiederverwenden in einem anderen Kontext. Das sind so die zwei Begriffe, die mir mein Prof damals mitgegeben hat und die sich halt nicht in vielen Bereichen in der IT-Branche widerspiegeln, sei es jetzt in der Kommunikation zwischen der IT-Abteilung und den jeweiligen Fachabteilungen, wenn es da Probleme gibt oder Gesprächsbedarf oder bei der Auswahl des nächsten coolen Tools fürs ITSM, zum Beispiel Isinga oder ein anderes Monitoring-Tool, das sich halt natürlich auch nahtlos in die übrige Umgebung einbringen soll und damit man es auch sinnvoll nutzen kann. Ja, ansonsten starten wir jetzt einfach mal mit dem ersten Teil des Vortrags. Da geht es halt um Smart ITSM selbst,
ein bisschen Theorie, wir wollen erstmal so eine Ausgangssituation schaffen, eine fiktive, und schauen uns mal an, wie so ein Unternehmen aussehen könnte, was halt ITSM einführen möchte, was aber allerdings vor ein paar Problemen steht. Dann schauen wir uns an, worum es in Smart ITSM eigentlich konkret geht, was wir da machen, wohin wir wollen, wohin die Reise gehen könnte, um zum Schluss uns anzuschauen, was bringt uns das eigentlich, warum gibt es Smart ITSM, warum gibt es diese tollen Open Source Tools, und warum machen wir das hier eigentlich, warum sitzen wir hier eigentlich. Ja, im zweiten Teil möchte ich dann kurz etwas vorstellen, was ich als ich in den letzten Monaten mich sehr beschäftigt habe. Das ist das Smart ITSM Demo-System. Das ist halt für Personen oder für Unternehmen, die ein umfassendes ITSM auf Open Source Tools aufbauen möchten, aber nicht so recht wissen, wie kann man es denn überhaupt gestalten, was kann ich da tun, wie interagieren diese Tools überhaupt miteinander und was macht es denn überhaupt so großartig, diese Tools zu benutzen und nicht eine andere x-beliebige Lösung von einem der großen Big Player zu nutzen. Ja, und dann werde ich einfach mal kurz zeigen, wie dieses Demosystem momentan aussieht, und dann sind wir auch schon quasi durch. Also okay, dann machen wir jetzt den ersten Teil, Smart ITSM. Ja, dieses fiktive Unternehmen, was wir uns jetzt einfach mal vorstellen, das hat jetzt noch nicht so viel mit IT-Service-Management zu tun. Es gibt zwar eine IT-Abteilung und es gibt auch zig Server, zig Clients, die verwaltet werden möchten, aber man hat vielleicht jetzt nicht so den Überblick, was man da überhaupt betreibt. Man hat vielleicht ein Monitoring, das kann vielleicht noch sein. Das haben ja hier wahrscheinlich die meisten auch am Start. Aber wenn es dann um die Dokumentation der IT-Infrastruktur geht, da hakt es bei vielen schon. Also da wir haben halt einige Kunden, bei denen ist es so, die haben zwar eine relativ große IT-Landschaft, die auch von mehreren Leuten betreut wird, aber alles wird irgendwie in Excel-Dokumenten dokumentiert. Es findet sich vielleicht der ein oder andere wieder. Das kann funktionieren, so eine IP-Adressverwaltung in Excel zu machen, aber man stößt da vielleicht auch schnell an seine Grenzen, vor allem wenn man irgendwelche Zusammenhänge darstellen möchte, Abhängigkeiten, IT-Services vielleicht modellieren und so weiter. Also da kommt man vielleicht um eine dedizierte Lösung nicht drumherum. Ja, und haben wir jetzt einfach mal das Beispiel, es ruft jemand an oder es schreibt jemand eine E-Mail an die IT-Abteilung, Hilfe IT, mein Drucker geht gar nicht. Und das sind halt so Probleme, die können sich zu wahren Zeitfressern etablieren, wenn das halt öfters vorkommt und man halt nicht drauf, weil man hat halt keine Prozesse, die richtig drauf reagieren. Das sieht man bei KMUs halt eher häufiger, weil die halt denken, na, das kriegen wir schon irgendwie unter einen Hut. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie noch mehr Tools uns ins Boot holen und uns damit beschäftigen oder irgendwelche Prozesse etablieren. Kann aber auch ganz schön schief gehen. Bei großen Unternehmen gibt es auch oftmals, sag ich mal, Schwierigkeiten, was zum Beispiel die Abstimmung angeht zwischen den jeweiligen Abteilungen und der IT-Abteilung, so Kompetenzgerangel. Wie machen wir das? Wie sollen die Prozesse gestaltet werden? Wer bekommt eine E-Mail, wenn irgendwas nicht funktioniert oder auch und so weiter und so weiter. Also wir kommen halt zu dem Punkt, dass jede Organisation an sich ein funktionierendes ITSM erstmal braucht. So, zu dieser Erkenntnis sind wir dann erstmal gekommen. Man begibt sich als, stellen wir uns jetzt vor, wir sind jetzt verantwortlich für diesen Punkt IT-Service-Management, wir wollen da was tun. Wo fangen wir an? Was machen wir? Wir googeln erstmal und gucken uns an, was gibt es denn für Lösungen, was setzt die Konkurrenz vielleicht ein, was ist so das, was am Markt etabliert ist. Und dann gibt es natürlich diese ganzheitlichen Lösungen der Big Player, die aber dann doch eher so diese typischen Nachteile bringen, aus dem, was halt proprietäre Insellösungen so mit sich bringen. Da finden wir uns ja wieder, was jetzt der Vergleich Open Source
versus proprietäre Software angeht. Also zum Beispiel dann diese Abhängigkeit vom Hersteller, dann die Wirtschaftlichkeit, weil diese großen Lösungen vielleicht doch 5- bis 6-stellige Beträge dann allein in Anschaffung kosten und so weiter und so weiter. Also halten wir auch in dem Fall fest, die Wirtschaftlichkeit sollte nicht auf der Strecke bleiben. Hat man dann auch dieses Problem der Kosten irgendwie überwunden, hat sich dann vielleicht entschieden, dann kommt auch das, was ich jetzt als Angst bezeichnet habe, was vielleicht ein bisschen drastisch ist, aber es gibt halt immer diese Vorbehalte oder halt diese Unabwägbarkeiten, die sich gestalten. Und das ist halt in einem typischen Software-Lifecycle halt gang und gäbe. Also schauen wir uns jetzt das aus Kundensicht an. Es fängt dann in der Anschaffung oder in der Planung und Anschaffung an. Was für ein Tool setze ich überhaupt jetzt ein? Wie kann ich das dann in meine IT integrieren? Welche Daten kann ich nutzen? Was muss ich importieren, migrieren oder sonst irgendwelche oder andere neue Daten erheben und so weiter und so weiter. Das geht dann weiter mit der Installation, Konfiguration, Updates, Upgrades, was auch immer, was auch dann auch wieder eine Kostenfrage sein kann. Vor allem der Punkt Anpassung darf man ja nicht vergessen, man möchte es ja an seine eigenen Bedürfnisse anpassen und das Tool soll ja nicht irgendwie dafür sorgen, dass man seine Prozesse, die man vielleicht über Jahre lang ausgefeilt hat, auf einmal über den Haufen schmeißen muss. Also vor allem in der Einführungsphase brauchen wir klare, durchdachte Entscheidungen in diesem Zusammenhang. Hat man auch vielleicht das überwunden, gehen die Ängste vielleicht weiter, nämlich man hat dann das tolle Tool, man hat es getestet, man hat es für gut befunden und es kommt der Rollout. Und dann in den ersten paar Tagen oder vielleicht sogar Stunden geht es dann los, die ersten Anrufe, oh, das ist alles von den Usern, die es dann eigentlich benutzen sollen und oh, es funktioniert eigentlich gar nicht, wie es sein soll. Ich möchte irgendwie hier einen Change-Request machen, ich möchte gerne eine größere Festplatte und wollte doch, will eigentlich nicht mehr, was kann ich tun, das Tool überlastet mich vollkommen. Also können die User halt überfordert sein. Was natürlich dann auch wieder die verantwortlichen Personen, also zum Beispiel die Admins dann überlastet, wieder mit diesen kleinen Problemchen, die zu Zeitfressern werden, was sich dann wieder potenziert und so weiter. Und dann bekommt man natürlich dann auch wieder Schwierigkeiten mit dieser Lösung, die man jetzt irgendwie eingeführt hat, die dann auch zu rechtfertigen, warum man sie denn überhaupt hat, wenn sie dann nicht richtig funktioniert. So sorgt man dann vielleicht für Ärger beim zuständigen IT-Controller. Ja, und dann das führt dann halt zu dem Punkt, und da spielt sich ja diese Unix-Philosophie wieder, wir brauchen für jedes Problem ein gutes Tool. Ja, die Angst geht trotzdem noch weiter, auch wenn man jetzt das richtige Tool hat und eigentlich alles, es funktioniert erstmal über Wochen oder Monate und auf einmal stellt man fest, zum Beispiel bei einem Ticketing-System, es kommen keine Mails mehr rein oder es werden keine Tickets mehr erstellt per E-Mail. Was ist da los? Liegt es vielleicht am Mail-Server, an der Netzwerkkommunikation oder liegt es an dem Ticketing-System oder sonst irgendwo? Es bietet so eine Ungewissheit in der Schnittstellenanbindung, die überwunden werden muss. Und was macht der typische Admin? Er googelt und er versucht die Lösung irgendwie zu ergoogeln, findet sich irgendwo in Mailinglisten wieder, in Foren, in irgendwelchen Wikis, oder in einer Herstellerdokumentation, die versuchen irgendwie darzulegen, wie man es denn hätte machen sollen. Und es gibt halt zig verschiedene Lösungen, die kontraproduktiv eventuell miteinander agieren. Der eine sagt das und der andere behauptet das Gegenteil. Man weiß nicht so recht, was man machen soll. Man mischt sich seine eigene Config zusammen und letztendlich erfindet man das Rad immer wieder neu, statt irgendwie eine funktionierende, praktikable Lösung zu haben, die funktioniert, die man die für einen größeren Kreis an Anwendern funktionieren kann. Ja, das führt dann halt zu dem Punkt,
dass ITSM-Tools oder generell Tools natürlich miteinander harmonieren sollen. Und da an der Stelle setzt halt Smart ITSM ein. Man kann es halt, also ein bisschen hochtrabend ausgedrückt, es geht um die Demokratisierung von ITSM. Und das bedeutet an sich ganz schlicht gesagt, wir möchten in der Smart ITSM-Initiative, die wir gegründet haben, einfach nur, dass alle Organisationen, egal welcher Größe oder egal welcher Form, egal welcher Branche und Rechtsform und so weiter, halt ein funktionierendes, harmonisches ITSM haben, was halt sich perfekt in die IT-Infrastruktur integriert, in die Prozesse, in die Geschäftsprozesse integriert und dessen Daten oder deren Daten man halt auch wiederverwenden kann und so weiter. Wir sehen halt mehr so den Ansatz, den Bottom-up-Ansatz statt den Top-Down-Ansatz, also Top-Down irgendwie, wir haben es gibt die Strategie des Unternehmens und die besteht halt daraus, wir machen jetzt, wir setzen irgendwelche Frameworks oder Regelwerke ein, wir machen jetzt ITIL, Service Management nach ITIL oder COBIT, was vielleicht auch dann schnell zu Problemen oder Überlastungen führen kann. Wir möchten eher, dass ITSM aus den Unternehmen heraus wächst, also dass es mit einem wächst, dass es einen nicht erschlägt, sondern dass es halt möglichst schmerzfrei funktioniert. Ja, es gibt halt viele, viele Tools in diesem Bereich, darauf werde ich gleich noch weiter eingehen. Also diese Vielfalt ist halt da und wir möchten auch unbedingt diese Unabhängigkeit bewahren. Also wir möchten nicht, dass sich ein IT-Service-Management von irgendwelchen Dritten abhängig macht, also von irgendwelchen Herstellern. Oder dass wir uns abhängig machen von irgendwelchen Herstellern, also auch wieder dieser Vorteil, der sich durch Open Source typischerweise ergeben könnte. Das kann auch weitergehen, bis hin, dass wir irgendwie versuchen, Prozesse zu beeinflussen. Hey, Hersteller XY, ihr habt ein tolles Tool in dem Bereich. Wollt ihr nicht vielleicht irgendwie eine Schnittstelle für das andere Tool von Hersteller X, Hersteller ZY irgendwie entwickeln oder euch da irgendwie, wollt ihr da nicht irgendwie in Kommunikation treten, irgendwas basteln, was für viele User halt sehr nützlich sein könnte. Und das ist dann halt für uns der Weg, den wir als richtig ansehen, um halt für Unternehmen IT-Service-Management anzubieten zu können. Und es ist nicht nur die Frage, wie machen wir das Richtige, sondern auch, oder was ist das Richtige, sondern wie machen wir es halt richtig. Und da setzen wir halt auf pragmatische, einfache Lösungen. Auch wieder hier die Unix-Philosophie, die ich mal runtergeschrieben habe, auszugsweise. Irgendwie schreibe Computerprogramme so, dass sie nur eine Aufgabe erledigen und diese halt gut machen. Und schreibe Programme so, dass sie halt zusammenarbeiten. Ja, und wir setzen halt dabei primär auf Open Source Software, auf freie Software, auf offene Standards, offene Protokolle und so weiter. Wobei wir dann auch nicht sagen wollen, dass dieser Top-Down-Ansatz durch Frameworks, Regelwerke und Quasi-Standards halt per se böse ist, sondern ITIL hat natürlich seine Daseinsberechtigung und funktioniert halt in vielen Unternehmen auch. Warum sollte man sowas untergraben wollen? Das wollen wir natürlich nicht. Und das ist halt der Weg, den wir als effizient ansehen. Kleines Beispiel, ich hatte es eigentlich vorhin schon quasi erzählt. Wir haben zum Beispiel eine CMDB, wir haben unsere IT dokumentiert, da können wir iDoIt nehmen. Und wir haben auf der anderen Seite ein Ticketing-System, zum Beispiel den Request-Tracker von Best Practical, den kennen vielleicht auch schon einige oder haben ihn sogar im Einsatz. Und da gibt es halt, man möchte halt, wenn ein Ticket reinkommt und da steht halt so was Unspezifisches wie mein Drucker geht nicht, dann sieht man in dem Ticket noch den Absender, klar. Und man kann halt in iDoIt sagen, ich habe einen Arbeitsplatz definiert und dort ist mein Mitarbeiter drin und nach dem kann ich suchen. Und dann sehe ich halt dort, hey, der hat diesen einen Client unterm Desktop-Client unterm Schreibtisch stehen, diesen Monitor oben drauf und Telefon daneben und irgendwo im Raum steht vielleicht noch der Drucker, den er meint. Und man findet halt, also man hat halt zwei
Datenbanken und man verknüpft sie miteinander und hat halt so einen Mehrwert geschaffen, weil man sich schnell zurechtfindet und adäquat auf das Problem reagieren kann. Wir sehen also bei diesem Beispiel, dass es Tools gibt, die halt in ihrem Bereich Spezialisten sind, die halt irgendwie auch gut machen. Wir müssen es halt nur schaffen, dass solche Tools auch wirklich gut miteinander zusammenarbeiten. Dass es jetzt also in dem Fall funktioniert ist, dass diese Schnittstelle ist auch als Open Source verfügbar. Aber es gibt halt viele andere Tools, wo es halt noch nicht so möglich ist oder wo es halt unglaublich kompliziert ist, irgendwas in dem Fall zu machen. Ja, kommen wir direkt zu dem, was wie Smart ITSM derzeit aussieht. Also anfangs habe ich es gesagt, es ist noch ein recht junges Projekt, eine recht junge Initiative, die wir halt schon seit längerem leben. Also es ist halt aus der Unternehmensphilosophie von Synetics eigentlich herausgeboren, dass wir halt diese Demokratisierung von ITSM haben wollen und haben dem halt einen Namen gegeben, Smart ITSM, und das halt ein bisschen unabhängig vom Tagesgeschäft gemacht und unabhängig von iDoIt. Also dass halt nicht der Fokus auf iDoIt und Co. Liegt, was wir mal halt machen, sondern halt generell Smart ITSM mit Open Source Tools beleuchtet. Ja, es ist halt momentan eine Webseite, ein Portal. Es ist ein Wiki, es gibt einen Blog, wir haben Twitter. Wir erstellen unsere Inhalte eigentlich größtenteils auf Englisch, weil wir halt möglichst viele Leute damit mit dieser unserer Idee halt erreichen möchten. Wir stellen dort ITSM-Tools vor allem halt Open-Source-ITSM-Tools. Wir versuchen sie einzuordnen, versuchen da die Schnittstellen auszumachen, damit wir halt auch zeigen können in Case Studies, Good Best Practices, How-Tos, wie man halt vorgehen kann. Es gibt seit kurzem halt das angesprochene Demosystem, was ich gleich vorstellen werde. Und ja, da es halt noch recht jung ist, suchen wir halt dringend nach Leuten, die mit uns, die diese Idee auch teilen, die mit uns zusammenarbeiten möchte, die vielleicht irgendwie sehen, hey, hier fehlt noch ein Tool, ich melde mich mal eben an und schreibe noch mal kurz was drüber oder ich schreibe mal eine Mail, hey, guckt euch das mal an, das könnte vielleicht interessant sein. Wir sind weit weg von einem perfekten Portal, was lückenlos ist, was auch einfach gar nicht geht, aber wir versuchen halt so gut wie möglich in dem Bereich zu sein, um halt eine Anlaufstelle für alle Leute, die sich für ITSM eigentlich interessieren zu sein, also sei es jetzt der Admin, der IT-Entscheider oder ein Student, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also auch dieses Portal hängt halt davon ab, von den Usern, von den, wie sie sich halt dort einbringen und was man halt machen möchte. Wir sehen halt in diesem Portal halt den ersten Schritt, um halt die Möglichkeiten so, abzuwägen, was wir halt machen können, wie wir uns koordinieren können und so weiter. Ich sehe ein paar Laptops, also wenn jemand jetzt auch gerade Internet hat, kann er mal nach Smart ICSM googeln oder Smart ITSM.org eingeben und dann schon mal drüber schauen. Ja, kommen wir eigentlich zum letzten Punkt des ersten Teils. Was bringt uns das eigentlich jetzt konkret? Und da sehe ich auch erstmal auf der wichtigsten Seite, nämlich die Seite des Users, der diese Tools halt nutzt. Und da kann man halt, ja, wer ist eigentlich der User? Es ist eigentlich der Admin, der damit täglich, der es irgendwie aufgesetzt hat, ist aber auch irgendwie der Mitarbeiter in einem Unternehmen, der halt dieses Tool vielleicht nutzen soll, der sich dort einfinden soll. Und muss ja einfach sagen, beim IT-Service-Management, da steckt der Service drin, wir erbringen Services und da ist halt der Kunde und der Kunde ist König. So ist es halt. Und der braucht halt gute Tools, die er auch sehr gut nutzen kann. Und das wollen wir halt auch vorantreiben. Wir wollen halt zeigen, wie gut manche Tools oder viele Tools halt sind aus dem Open-Source-Bereich, die sich halt nicht verstecken müssen vor den Big Playern. Wir wollen die
Vorteile von Open Source Software natürlich nutzen und halt darlegen, warum man es halt machen, warum man in dem Bereich halt sich umschauen sollte, auf jeden Fall, weil sich halt auch viele Leute damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Ja, und man möchte, oder wir möchten halt, dass auch dem User die Angst vor ITSM nehmen, also diese Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, und wir möchten halt zeigen, wie simpel das auch sein kann, wie schön das miteinander harmoniert. Ja, aus Herstellersicht, weiß jetzt nicht, ob hier Leute sind, die selber Tools in dem Umfeld schreiben und zur Verfügung stellen. Ja, wir wollen halt diesen Leuten halt, diesen Herstellern, sag ich mal, auch eine Plattform bieten, um halt miteinander zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten, aber auch gleichzeitig dieses Portal als, sagen wir mal, Distributionskanal oder Multiplikator zu nutzen, um das eigene Produkt in einem neuen Kontext zu platzieren. Vielleicht hat man irgendwie auf der eigenen Webseite nur stehen, hey, mein Tool hat tolle Features und ist super benutzbar, aber es ist aber halt auf dem Smart ITSM, auf der Smart ITSM-Schiene wird dann halt eher deutlich, dieses Tool ist auch super benutzbar mit einem anderen Tool und es geben halt sich völlig neue Möglichkeiten in dem Bereich. Man kann vielleicht seine Zielgruppe oder neue Zielgruppen besser erreichen. Und was uns dann zum Schluss dann auch sehr wichtig ist, wir möchten halt fördern, wofür wir einstehen. Also wir bei Synetics haben das halt Open Source halt in unserer Unternehmensphilosophie drin. Bei vielen von euch wird es nicht anders sein, auch nicht im Unternehmen. Und das wollen wir halt fördern. Wir wollen die Standards, die es gibt oder die Tools, die es gibt, nutzen und weiterentwickeln, selbst entwickeln, gucken, was man machen kann, irgendwie vielleicht auch vermitteln, was die Entwicklung angeht. Und dann finden wir auch wieder diesen Punkt, diese zwei Begriffe Integration und Wiederverwendung wieder. Einmal von Daten, Informationen und Wissen und auf der anderen Seite natürlich von Tools, die für sich gesprochen oftmals Spezialisten sind, aber wir wollen halt aus diesen auch großartige Teams bilden. Ja, damit sind wir auch schon fertig mit dem ersten Teil, was Smart ITSM selbst angeht. Ja, im zweiten Teil werde ich jetzt gleich das Demosystem vorstellen. Haben wir jetzt wieder erstmal diese fiktive Situation mit diesem Unternehmen vom Anfang. Ich habe hier mehrere vernetzte Standorte. Ich habe ein zentrales Rechenzentrum mit vielen Servern, virtuellen Systemen, heterogene Landschaft, was Hardware und Software angeht. Ich habe auf User-Seite, auf Client-Seite viele Desktops, Win-Clients, Workstations, VoIP-Telefonie, Anlagen und so weiter, Peripherie etc. pp. Und es hakt irgendwie am ITSM. Man hat halt dieses Problem erkannt. Man möchte es halt irgendwie einführen, man weiß jetzt nur nicht wie, man hat vielleicht nicht so die Erfahrung oder man möchte halt einfach mal ausprobieren, was es da in diesem Bereich geht, statt halt immer nur die Theorie zu lesen, hey, Tool X und Y funktionieren halt prima zusammen, aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja, also es gibt halt, auch wenn man dann auf der Suche ist, was wir bei uns in der Webseitenstatistik immer gerne sehen, wonach die Leute bei Google suchen, ist dann irgendwie Open Source ITSM und was heißt das eigentlich? Was für Tools stellt man sich darunter vor? Und es gibt halt unglaublich viele Tools in diesem Bereich, die irgendwie darauf matchen. Also auch die ganzen Network Monitoring Tools passen auch in diese Service Management Schiene. Ja, aber wie man dann halt konkret vorgeht, das ist dann halt immer einem selbst überlassen. Und wir möchten halt mit dem Demosystem halt die Möglichkeit schaffen, das einfach mal auszuprobieren. Einfach, es klingt jetzt erstmal einfach, man setzt eine VM auf oder andere Kiste und holt sich das Installationsskript, was wir auf GitHub bereitstellen und ruft das auf, lässt es eine Stunde durchlaufen und danach hat man zig Tools installiert, die halt auch schon irgendwie
vorkonfiguriert sind, die man dann vielleicht noch an seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen anpassen kann. Und eigentlich ist man schon dann fertig. Man kann dann halt ein bisschen rumspielen, man kann es anderen Leuten zeigen, hey, guck mal, ich habe hier irgendwie schnell und einfach Isinga mit iDoIt gekoppelt und kann dann halt so zeigen, wie es denn funktionieren könnte. Ja, das ist, wie gesagt, das ist dann eine schnelle und einfache Evaluierung möglich von den von Open-Source-Technologien. Wir versuchen mit dem Demosystem halt die Schnittstellen und die Daten, die dort in diesen einzelnen Tools gespeichert werden, exzessiv, aber immer noch sinnvoll zu nutzen. Also irgendwie wäre es schön, wenn man drei Tools hat und die tauschen miteinander Daten aus und man halt egal wo man, in welchem Tool man sich gerade befindet, man hat halt immer diesen Überblick. Man kommt halt schnell an seine Informationen, die man haben möchte. Und das soll halt letztendlich auch nicht möglichst einfach sein, also dass es nicht nur IT-Admins, die sowieso in dem Thema schnell drinstecken können, sondern auch, dass Leute, die sich einfach dafür interessieren oder die halt vielleicht in der Management-Ebene agieren, sich schnell ein Bild davon machen können, was es eigentlich heißt, Open Source ITSM zu nutzen. Noch schnell zu den Features, bevor ich dann halt das Tool dann konkret vorstelle. Als IT-Stack haben wir momentan drin als Monitoring-Lösung Isinga, wobei wir uns eigentlich nicht nur auf Isinga selbst konzentriert haben, sondern wir haben noch zahlreiche andere Erweiterungen drin. Also Isinga Web ist drin, die IDO-Utils sind drin, die PNP-Graphen sind drin. Dann im Bereich Issue-Ticketing haben wir OTS Helpdesk drin und den Request-Tracker und auf CMDB-Seite momentan iDoIt. Also es ist, das sind natürlich nicht alle Tools, die es am Markt gibt, aber das sind erstmal die, auf die wir uns konzentriert haben, um erstmal zu zeigen, dass so ein Demosystem überhaupt möglich ist, aber auch sinnvoll ist. Ja, versuchen auch immer die letzten Stand der Software zu integrieren und auch dann halt, wie ich gerade bei Isinga schon gesagt habe, auch so ein paar Module und Erweiterungen mit reinzubringen, irgendwie, dass man nicht da diese nackte Software hat, mit der man vielleicht nur rudimentär was anfangen kann, sondern dass man gleich noch einen gewissen Mehrwert hat. Ja, auch dann sage ich einfach mal Stopp mit der Präsentation an dieser Stelle und gehe in das Tool rein. Also ich habe im Hintergrund eine VM laufen, auf die ich jetzt zugreifen werde. Und dann halt hier so eine Startseite, das ist jetzt riesig groß, ich mache es mal ein bisschen kleiner. Das kann man wahrscheinlich, jetzt ist zu klein. Kann man aber immer noch lesen, oder? Okay. Wir haben hier Isinga, da kann ich draufklicken und dann öffnet sich das. Muss ich mich natürlich authentifizieren. Ich habe momentan, also das System ist noch recht rudimentär, also es ist jetzt, ich habe jetzt hier in diesem Isinga nichts Kompliziertes erstmal umgesetzt. Man sieht, an sich wird nur der Localhost, also die VM selbst, überwacht und mehr passierte eigentlich nicht. Dann haben wir auf jeden Fall das RT-System. Mich mal eben anmelden kann. Da steht jetzt auch noch nichts drin, da ist jetzt ein Ticket drin, was ich testweise erstellt habe. Ähnlich sieht es bei OTRS aus und bei iDoIt OCS genauso. Dafür haben wir auch eigentlich immer den letzten Stand der Software. Bei OTRS wird er wahrscheinlich meckern, weil da jetzt irgendwie vorgestern eine neue Version rausgekommen ist nach einem großen Bugfix. Genau, was war das hier? Das Passwort root. Genau, also wir haben jetzt erstmal
Hier seht ihr diese drei Tools. Ich kann auch gleich dann noch die anderen aufmachen. Also wir haben jetzt erstmal Ezinga mit Localhost überwacht. Wir haben dann mit OCS, das ja ein klassisches Inventory-System ist. Wie war das Benutzer? Admin, ja genau. Ja, da haben wir jetzt auch nur eine Maschine inventarisiert, das ist halt auch die VM. Und das sind jetzt erstmal so zwei Tools, die stehen erstmal für sich. Die machen das, was sie können, auch recht gut. Hier die Maschine ist ganz gut erfasst. Auch bei Ezinga werden halt da haben wir momentan nur die Basis-Services, die eben mitgeliefert werden, drin. Und die funktionieren halt auch out of the box. Wo es dann halt interessant wird, ist die Schnittstellenintegration. Gehe ich mal in iDoIt rein. Und aber bei mir ist es jetzt recht klein. Ich habe jetzt iDoIt ist momentan halt so konfiguriert, dass es mit Ezinga kommuniziert, halt über die IDO-Utils, was vielleicht in größeren Umgebungen nicht so skaliert, aber halt um zu zeigen, dass diese Schnittstelle funktioniert, haben wir es dann halt erstmal so drin. Ja, wir haben das iDoIt derzeit mit RT, glaube ich, gekoppelt. Oder OTS, muss ich nochmal gucken. Genau, und das kann man aber umschalten. Und mit OCS genauso. Also wir haben in der Konfiguration, das kann ich vielleicht mal ganz kurz anreißen, an sich ist es vielleicht nicht so das Interessante, aber bei OCS haben wir die Datenbank angegeben und die Standardkonfiguration genommen und dann halt unter dem Punkt Import OCS diese Maschine, die er in der Datenbank von OCS gefunden hat, halt auch importiert. Das habe ich schon gemacht. Die befindet sich hier unter virtuelle Server. Die Kiste hier. Und die ist halt auch über den Punkt Nagios mit Ezinga verkoppelt und hier steht jetzt gerade, ja, die Maschine läuft. Wunderbar. Das ist auch das, was eigentlich Ezinga uns sagt. Wir haben hier halt die Möglichkeit, also wir sehen halt hier in iDoIt, weiß nicht, ob jeder schon mal iDoIt gesehen hat, hier auf dieser Seite sehen wir die verschiedenen Kategorien, also die Eigenschaften von diesen Systemen, von den CIs, die wir haben. Also in diesem Fall ist es ja ein virtueller Server, da interessiert uns vielleicht noch, was der für eine CPU zugewiesen bekommen hat. Das hier sind Informationen, die aus dem OCS kommen, die wir aus dem OCS importiert haben, die auch immer wieder aktualisiert werden können. Auch was die Host-Adresse angeht, das kommt genauso aus dem OCS. Und das sind dann halt so, das sind schon mal die Schnittstellen OCS, Ezinga mit iDoIt. Jetzt gucken wir noch, jetzt haben wir zum Beispiel RT habe ich offen und ich bin jetzt mal einfach ein User, der hat ein Problem. Und zwar, hat jemand gerade ein gutes Problem? Ansonsten, was ich schon öfters gesagt habe, mein Drucker geht nicht. So, jetzt habe ich jetzt halt die Möglichkeit, das haben wir vorhin in einem Screenshot vielleicht schon gesehen, ich kann jetzt aus iDoIt heraus live Objekte referenzieren. Da habe ich jetzt in dem Fall noch nichts konkret vorbereitet, da mache ich jetzt einfach mal unter Infrastruktur mache ich einfach mal einen Drucker. Und zwar so, das haben wir gespeichert. So, jetzt ist es halt der Fall, ich habe ein Problem mit meinem Drucker und den möchte ich jetzt gerne auswählen. Na,
steht er vielleicht auch unter Drucker. Drucker. Da ist er, Benjamins Drucker. Dann stelle ich das Ticket. Und dann möchte ich gerne, dass sich jemand drum kümmert. Nämlich, und das ist halt für den Admin oder für denjenigen im First- oder Second-Level-Support, der sich halt das Ticket anguckt und versucht, dann halt die entsprechenden Personen weiterzugeben, kann halt direkt sehen hier im Text, mein Drucker funktioniert nicht und sieht dann halt auch hier, oh, das ist der Drucker, also findet man schnell sich zurecht. Genauso passiert es bei OTS, da gibt es halt auch eine Schnittstelle, die mit iDoIt funktioniert. In dem Bereich kann man dann halt auch irgendwas machen. Das Demosystem hat halt nicht nur diese Tools, sondern bietet halt noch so ein paar andere Kleinigkeiten an. Also es ist halt, die Administration funktioniert halt größtenteils schmerzfrei über die Web-Oberflächen der einzelnen Tools oder halt, wenn man ein bisschen tiefer eingreifen möchte, kann man noch irgendwie mit einem MySQL-Client, also einem PHP, MyAdmin oder sowas, darauf zugreifen und ein bisschen gucken, was passiert denn da überhaupt im Hintergrund, was werden da für Daten gespeichert. Genauso kann man sich per SSH auf die Box connecten und da schauen, was passiert. Man kann, also ich habe das jetzt hier schon alles vorbereitet, die Installation an sich auf der Maschine. Werde ich jetzt nicht ausführen, weil es halt ungefähr eine Stunde dauert, bis das halt alles installiert ist. Aber es ist halt so, man kann sich das halt über Git halt holen oder runterladen, entpacken und dann muss man eigentlich nur einen Befehl ausführen und dann läuft eigentlich schon alles automatisch. Ja, das ist eigentlich auch schon zu diesem Demosystem, was ich jetzt vorstellen wollte oder vorgestellt habe. Damit bin ich eigentlich auch schon durch mit meinem Vortrag. Ganz gut in der Zeit, glaube ich. Ich möchte gerne nochmal alle dazu ermuntern, sich mit der Idee Smart ITSM auseinanderzusetzen, auch wenn es jetzt halt hier primär um Monitoring geht während der Konferenz, aber dass man vielleicht halt mitnimmt, dass IT-Service Management mit Open Source Tools halt eine schöne gangbare Lösung ist, nicht nur was Monitoring angeht, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Dass man sich vielleicht, also wenn sich jemand mit der Idee auch stärker identifiziert, ist er dazu aufgerufen, gerne bei uns mitzumachen, sich mal einfach zu melden oder einfach mal einen Tweet abzusetzen, hey, hier, ich habe euch gefunden und finde ich eigentlich ganz cool, kann ich irgendwas machen. Man kann sich das Demosystem mal angucken, auch wenn die meisten jetzt wahrscheinlich schon irgendwie ein Monitoring-System schon im Einsatz hat. Wenn man halt möchte, muss man ja nicht das Isinger-System, das Isinger-Demosystem nutzen, sondern kann halt auch die Kopplung halt beliebig anders gestalten. Ja, da möchte ich hier an der Stelle mich bedanken und freue mich auf die Fragen. Dankeschön. So, Fragen. Ich komme da mal kurz. Noch nicht so weit? Nee, das klappt noch. Ich hätte die Frage, das Beispiel hat ja gezeigt, wenn jetzt ein Problemfall auftritt, wie man dann die CIs hinzufügen kann in das Ticket und so weiter. Kann man Changes mit dem Toolset jetzt auch schon abbilden? Also es gibt gerade einen Change für den Drucker, deswegen weiß derjenige, der das Ticket aufmacht, okay, ich brauche gar keins aufmachen, weil der ist in der Stunde wieder da oder auch das Isinger meldet kein Problem oder öffnet kein Ticket, weil gerade ein Change läuft. Geht das schon? Das funktioniert momentan noch nicht. Also da gibt es ja auch schon einige Tools. Wir bei Synetics sind momentan sogar in der Entwicklung eines weiteren Tools, was halt sehr nahtlos mit iDoIt funktioniert. Das würden wir halt auch zeitnah mit reinbringen. Also wollten wir erstmal mit dem Demosystem halt rudimentär ein paar Tools mit reinbringen und gucken, was man damit machen kann. Das ist natürlich sehr ausbaufähig. Also da ist noch viel Spielraum. Wenn du da ein gutes Tool kennst, einfach mal melden für Changes und wir bauen es ein.
Ist dieses Smart ITSM jetzt ein eigenständiges Tool oder ist es nur ein Aufsatz, was heißt nur, ist es ein Aufsatz zu iDoIt? Sprich, ist es an iDoIt gekoppelt oder sind diese ganzen Schnittstellen, die Sie da schaffen, auch potenziell mit anderen CMDBs zu verwenden oder nutzbar? Eher das Zweite. Also wir haben uns erstmal, als ich das zusammengestrickt habe, habe ich mich erstmal auf iDoIt konzentriert, weil ich mich halt mit der CMDB am besten auskenne. Klar, aber es gibt da noch andere wie iTop oder sowas, die auch grandiose Schnittstellen bieten und die würden wir auch gerne in diesem Demosystem sehen oder halt auf der generell in der Smart ITSM, in dem Smart ITSM Umfeld. Es ist halt, wie gesagt, ein recht junge Initiative. Wir basteln da jetzt gerade sehr viel dran und es ist halt noch sehr, sehr früh. Also wenn du da zum Beispiel was Schönes kennst, was du halt auch an Schnittstellen, dann immer gerne her damit. Vielleicht habe ich das überhört. Smart ITSM, ist das jetzt nur eine Oberfläche, die halt die ganzen Tools halt darstellt? Meine Frage geht da hinaus, wenn ich Updates mache der einzelnen Tools, wie läuft das ab? Also wenn ich Smart ITSM installiere, werden die ganzen Tools mit nachinstalliert? Also einfach die Update-Prozesse, die würden mich interessieren, also die Changes hinterher. Ja, eigentlich ein ganz gutes Beispiel jetzt irgendwie, wir haben OTRS 3.1.10 drin und 3.1.11 ist jetzt vor 2 Tagen erschienen oder gestern sogar erst, vor 2 Tagen. Und momentan ist es halt noch nicht möglich, da abzudaten. Das müsste man vielleicht noch manuell machen, aber an sich habe ich schon ein paar Routinen geschrieben, die es halt möglich machen sollen, da auch abzudaten. Also dieses Demo, es ist also ganz klar, es ist ein Demosystem, was jetzt nicht im Produktiveinsatz Bestand haben sollte. Also an sich ist es nur für den Moment gedacht, um halt Sachen zu evaluieren, auszuprobieren und nicht länger damit zu arbeiten und auch nicht, was dann halt dazu führen könnte, dass die Software veraltet und man sie updaten muss oder möchte. Aber das Problem sehe ich auch, wenn man jetzt irgendwie so ein Demosystem hat, man möchte es halt irgendwie über 2 Monate evaluieren und in der Zeit ist irgendwie ein kritischer Bugfix erschienen für irgendeine Software, die möchte man einspielen, das möchte man vielleicht auch genauso einfach haben wie die Installation selbst. Da sind wir noch am Basteln. Genau. Aber die gesamte Initiative ist eigentlich mehr als nur das Demosystem. Also das ist auch ganz, wollte ich jetzt nochmal klar sagen. Da hinten ist noch was? Wie ist das dann später in der Produktion geplant, wenn man eine bestehende Isinga-Umgebung und eine bestehende iDoIt-Umgebung hat? Muss man dann trotzdem komplett neu installieren, die Konfiguration rüberziehen oder kann man diese Schnittstellen in die bestehenden Programme oder Tools einbinden? Also momentan geht das noch nicht. Also wenn man jetzt irgendwie in den Produktiveinsatz möchte, man möchte es wirklich nutzen, diese Tools, die dort vorgestellt werden, dann muss man es eigentlich nochmal manuell aufsetzen. Also man kann sich vielleicht Ideen holen an diesem Demosystem, wie Sachen umgesetzt wurden. Zum Beispiel, was jetzt die schnellste Möglichkeit ist, den Request-Tracker aufzusetzen. Nutzt man jetzt das, wenn man jetzt ein Debian-System hat, ein aktuelles, möchte man vielleicht das Paket nutzen oder möchte man es vielleicht doch von Hand kompilieren, was halt zig Perl-Modul-Abhängigkeiten nach sich zieht, die man auflösen muss. Da kann man sich vielleicht Ideen holen, aber derzeit ist es halt auch nicht geplant, da irgendwie diesen Wechsel zum Produktivsystem zu schaffen. Könnte man vielleicht machen, wäre vielleicht eine ganz interessante Idee, müsste man halt überlegen, was muss man da tun, um sowas dann halt auch wirklich produktiv zu machen. Also in dem Fall ist es halt so, ich habe halt versucht,
beim Skripten, dass nicht immer die Standardpasswörter genommen werden. Das hat man jetzt gerade noch nicht so gesehen. Da war ja viel jetzt mit Root, Password und 1, 2, 3, 4, 5. Da kann man aber auch schauen, dass man das vielleicht so hinbekommt und dass man dann eventuell ein Demosystem hat, was man vielleicht in kleineren Unternehmen auch dann irgendwann mal produktiv nutzen kann, weil es halt auch reif ist, ausgereift ist. Es gibt ja diese Open Monitoring Distribution, die sich eigentlich im Monitoring-Bereich sowas zum Ziel gesetzt hat, eine abgestimmte Umgebung, die man auch leicht updaten kann, mit verschiedenen Tools integriert anzubieten, auch insbesondere für einen Produktiveinsatz und in Anführungszeichen mandantenfähig. Da würde ich mir wünschen, dass solche Sachen eigentlich vielleicht damit einfließen oder dass da eine Zusammenarbeit vielleicht mal irgendwann stattfindet. Gibt es da Kontakte zu diesem Projekt? Zu diesem Projekt konkret noch nicht, nein. Ich werde es mir aber nochmal notieren, ich werde mal mit den Leuten Kontakt aufnehmen und mal gucken, ob wir da was machen können. Also es gibt, also das ist jetzt nicht etwas völlig Neues, dieses Demosystem oder halt diese Idee dahinter, die gibt es halt irgendwie schon. Wir versuchen halt nur, das irgendwie, auch nicht das Rad neu zu erfinden, aber irgendwie das ein bisschen zu kanalisieren und einfache Dinge zu zeigen. Also was du jetzt angesprochen hast, das scheint ja für einen Produktiveinsatz geeignet zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie einfach die Installation ist. Da muss man mal schauen. Aber gute Idee. Wie heißen die nochmal? Open Monitoring? OMD. OMD, okay, danke. Was ich jetzt rausgehört habe, ist, ihr kombiniert quasi einzelne Tools, die jeder für sich stehen. Mhm. Ist es geplant, dass man da auch sowas wie Single Sign-On und zentrale Berechtigung mit einbauen kann? Weil ansonsten wird es sofort Ärger geben, wenn jeder bei jedem Tool mal User und Passwort eingeben muss. Womöglich auch noch unterschiedlich und mit anderen Passwörtern. Gibt es da Pläne oder seht ihr da die Möglichkeit, das überhaupt umzusetzen, dass das funktioniert? Ja. Ich bin konkret dran, also die meisten Tools oder ich glaube sogar alle, die wir bisher drin haben, haben eine LDAP-Anbindung. Man könnte also das darüber fahren. Single Sign-On funktioniert bei einigen Tools auf jeden Fall auch, das habe ich schon gesehen. Oder lässt sich eigentlich bei fast jedem Tool letztendlich auch umsetzen durch Drittsoftware, sei es durch den Apache oder sowas. Da sind wir auf jeden Fall dran. Ja. Ich fange nochmal von vorne an. Ich denke, es wird dann schwierig, wenn es um die Berechtigung geht, wenn ich in den einzelnen Tools irgendwelche Sachen definieren will, wer was darf, also sprich Mandantenfähigkeit, in ein Wort zu fassen. Da denke ich, also aus meiner Sicht wird es schwierig sein, das unter einen Hut zu bringen. Aber habt ihr da schon irgendwelche Ansätze in die Richtung? Oder? Ja, es birgt natürlich ziemliche Herausforderungen in mancher Hinsicht. Aber wir versuchen halt da, also konkret kann ich das jetzt noch nicht beantworten. Also ist halt noch so mehr in der Findungsphase. Also ein LDAP-Server ist schon wird schon mit installiert und ist aber noch nicht konfiguriert oder in dem Bereich. Also müssen wir halt noch schauen. Ja. Ansonsten, ich glaube, gut. Keine Fragen mehr. Gut, dann vielen Dank nochmal. Okay, Dankeschön.